Wir befinden uns dort auf der Furterstraße im Gemeindegebiet Weißenbach, Triestingsdorf. Hier ist ein ganz schwerer Fall vom Plakatvandalismus. FPÖ-Plakate wurden total zerstört oder zerschnitten. Eines davon schauen wir uns jetzt an. Und da filmen wir ein komplett zerschnittenes Plakat der FPÖ. Der Kopf ist ausgeschnitten worden von Harald Wilimski, EU-Spitzenkandidat. Der Baum schaut durch, an dem, was das Plakat aufgehängt worden ist. Im Hintergrund lacht der Strache durch. Das ist aber das Plakat, was dahinter ist. Das strahlt nur durch. Der freut sich natürlich nicht, dass von seinen Parteikollegen den Kopf ausgeschnitten haben. Ich habe mir sagen lassen, dass da zig FPÖ-Plakate zerstört worden sind. Der Vandalismus ist zur Anzeige gebracht worden und es gibt eine Belohnung von 200 Euro, wenn man die Täter ausfindig macht. Wie gesagt, ist im Bodner Bezirk bei zig Plakate praktiziert worden. Straßenrandreport hat da eine Info gekriegt und jetzt sind wir da und filmen. Wie gesagt, was da durchleicht, ist nur der Hintergrund. Der Strache ist verschont geblieben. Aber auf dem Zivinski haben sie so im Kopf. Jetzt wächst der Baum durch den Kopf. Heute, 15. Mai, ca. 19.30 Uhr.